Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Marvel Avengers Alliance 2. So, Kapitel 3, Mission 4 werden wir jetzt abschließen, hier in dem Kampf gegen Cardinal Raker. Vorher müssen wir doch mal ein paar von diesen Isos verkaufen, die wir nicht brauchen. So, gehen wir auf Verkaufen hier, dann wählen wir einfach mal ein paar aus. Immer so ein paar schwächere, ne, so 1 bis 3 Sterne, wisst ihr ja schon, die brauchen wir nämlich überhaupt gar nicht. So, hier auch wieder und da, komm, das kann ja auch weg. So, und haben wir noch ein paar von denen, die wir verkaufen können? Ich glaube zwar nicht. Nope, okay gut, setzen wir mal fort. Das sind wieder 3600 Silber, die wir extra bekommen haben. Das ist super klasse. So, mal schauen. Wir müssen ein Rocket mitnehmen. Außerdem nehmen wir eine She-Hulk mit. Und wir nehmen noch irgendwas anderes mit. Zum Beispiel einen Iron Man. So, das wäre ein gutes Team. Los geht's. Also, dann wollen wir mal. Wir greifen an. Und zwar alle Gegner mit Sphaleron-Werfer. So, dann schilderisieren wir uns mal. Das komplette Team. Und jetzt löschen wir einen der Gegner aus. Und zwar C. Denn da weiß ich, dass er auf jeden Fall vernichtet wird. So, super jämmerliche Angriffe stören uns nicht. Ob sie alle angreifen oder nur einen, ist uns völlig egal. Wir laden nochmal nach mit dem guten Rocket. Und dann machen wir mal hier Krieg-Explosion auf A. Sehr gut. Und greifen mal an hier B. Perfekt, auch da hat es gereicht. Wir hätten sogar noch kostenlose Angriffe bekommen. Aber ich verlasse mich ja nie hundertprozentig drauf. So, wenn es kommt, ist es gut. Wenn nicht, ist es nicht schlimm. Ne, wisst ihr? Zack. Verwüstet. Und nochmal 2 kostenlose Angriffe hätte es gegeben. Wir greifen an mit Baryon Blaster. Und dann machen wir Wogen der Unibeam. Perfekt. Welle 3. So, mal schauen. Wir prügeln mal zuerst B weg. Die Gegner haben nur noch 2 Sterne, ne, wisst ihr? Deswegen sieht man sofort, wie viel leichter die zu vernichten sind. Dann werden wir uns mal ganz kurz hier auftunen. Wir machen uns zuversichtlich und greifen mal an. C oder A ist ganz egal. Ich greife mal A an. Und Rocket kümmert sich mal bitte um C. Zuversichtlich ist das Ganze viel besser. So, dann wollen wir mal. Und zwar hier auf A. Die gute She-Hulk kann sich gleich um B kümmern, während Rocket sich um C kümmert. So, sehr gut. Und dann machen wir mal hier schnelles Urteil. Bam, grandios. Und dann noch ein letzter Angriff auf C. Cardinal Raker. So, haltet uns nicht auf oder tritt die Kirche bei, das wissen wir ja schon. Baryon Blaster. Streifschuss nur, das ist ja interessant. Machen wir mal Woge der Unibeam. Guter Schaden, muss ich sagen. Und dann machen wir Langarm des Gesetzes. Und Rocket darf auch noch einmal mit Baryon Blaster. Der greift uns an, hat noch nicht mal unseren Schild durchbrochen. Wir laden mal kurz nach mit Rocket. Soll er ruhig nochmal angreifen. Ach nein, er schützt sich einfach hier. Na gut, soll er sich beschützen. Wir verpassen ihm mal ein schnelles Urteil. Ach, er kann sogar kontern, ne? So sieht das aus, wenn er kontert, dann sieht man das auch mal. Ist auch noch alarmiert. Soll auch ruhig alarmiert sein. Wir werden uns mal ganz kurz hier zuversichtlich machen und gewandt. Und dann schießen wir Baryon Blaster in sein Gesicht. Ein Angriff brauchen wir noch. Oh, das sah cool aus mit einem riesigen Hammer. Doch der Sieg war unser. Wir machen weiter. Ja, komm, wir laden doch mal ein. Und dann aktivieren wir das Rad. Daran drehen wir jetzt. Wir sind gut darin, am Rad zu drehen. Mal schauen, was es ist. Ich hoffe entweder darauf oder darauf. Los geht's.
Ja, 100 Fertigkeitspunkte ist gut. Alles andere wäre nicht so toll gewesen. Vielleicht noch diese Panzerbrecher wären auch noch ziemlich gut hier. Aber gut. So, weiter geht's. Wir kennen die Storyline schon. Wenn nicht, guckt euch das Ganze auf normal an. Und dann müssen wir noch einmal hier und hier durch auf schwer. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Wenn ich hier auf schwer durch bin, könnte ich sogar schon die ganze Mission auf heldenhaft machen. Aber das werden wir dann in der nächsten Episode sehen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Episode gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik. Dann mache ich alles besser. Ansonsten danke ich wie immer herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und hoffentlich bis zur nächsten Episode. Tschüss.